Gott. Sieh dir ihre Nägel an. Die sind richtig gut. Wer hat die gemacht? Vielleicht könntest du... Ich frag nicht, wer das gemacht hat. Ich denk dabei nicht an mich. Ich hab an uns vier gedacht. Darüber muss ich noch mit dir reden. Wieso kannst du nicht mit nach Zakynthos fliegen? Ich soll mit der Familie zusammenleben. Welche Familie? Mein Dad. In Rotterdam. Also ich wollte, dass dein Zimmer was Besonderes wird. Gefällt es dir nicht? Ich finde, für eine Neunjährige wär's toll. Vielleicht müssen wir ja nicht nach Zakynthos. Wir können ja dich besuchen. Lass uns Spaß haben. Was zum Teufel ist denn das? Du gehörst zur Familie. Das ist dein Onkel. Regan. Er hat einen Kurierdienst. Taras Dad ist ein Gangster. Ihr habt mich angelogen. Mein ganzes Leben. Sorry. Ich hatte gerade die beste Idee ever. Wir nehmen das große Auto und das Heroin. Es ist 1,5 Millionen Euro wert. Fahren wir. Wie hoch war der Ertrag? Verdammt hoch. Oh, verdammt hoch, ja? Sie war scheißhoch, Regan. Ich muss sagen, es beruhigt mich zu wissen, dass so feinfühlige Geister damit betraut sind. Du wirst das mit deiner Nichte erledigen. Was ist dein Plan? Wir holen uns den Stoff, wir holen uns die Mädchen. Und dann verpissen wir uns. Ich will bloß die Drogen zurückholen. Ich will keinen kalt machen. Ich schon. Renn! Zeig keine Gnade. Wer sitzt da gerade neben mir? Der verdammte Pablo Escobar? Wir hätten doch lieber nach Zakynthos fliegen sollen.